Warum spricht keiner darüber, was nach einem Fußballspiel alles passiert? Nachdem Spieler und Fans vollständig den Sieg ausgekostet haben, geht ein Prozess los, der dem normalen Fan im Stadion verborgen bleibt. Es geht in den Presseraum. Dank Alemannia Aachen hatten wir zu diesem nach dem Topspiel gegen Fortuna Köln Zugang. Der Pressesprecher des Vereins eröffnet die Pressekonferenz und übergibt dann das Wort an die Trainer. Beide haben die Möglichkeit, die Sichtweise auf das Spiel darzulegen. Der Trainer der Fortuna beispielsweise fand sein Team stärker und war sichtbar enttäuscht. Alemannia-Trainer Heiner Backhaus dagegen strahlte Euphorie aus und bedanke sich bei den Fans für die massive Unterstützung. Danach haben die anwesenden Journalisten Zeit, individuelle Fragen zu stellen. Ist die offizielle PK zu Ende, dürfen Journalisten die Trainer nochmal einzeln befragen. Mach du jetzt das Plus weg, um nichts mehr von Talento Today zu verpassen.